Und weiter geht's mit Butterbridge 1. Da sind wir gestern, ja, hängen geblieben. Ich habe zwischendurch geschlafen. Und hoffe, dass das jetzt alles hier ein bisschen vernünftiger läuft. Weil ich doch im, wie gesagt, im 20-Leben-Bereich gerne bleiben wollte. Und ja, das beinhaltet ja auch, dass ich hier ein bisschen besser durchkomme. Ah, noch nicht jetzt. Boah, irgendwie habe ich gerade mit der Steuerung nicht klar. Ich weiß auch nicht warum. So, ich brauche dich. Puh. Ist das schon mein Nemesis sozusagen hier? Butterbridge 1. Hm. Na, wenn nicht, gehe ich gleich erstmal woanders hin. Tja. So. Hier rüber. Das war ein Fehler. Ist nochmal gut gegangen. Ist auch, wie ich das gesehen hatte, ein Level ohne Checkpoint. Was mache ich denn falsch, dass ich da nicht vernünftig springe? Ach Gott. Hm, ich verstehe einfach nicht, was ich da falsch mache. Ich werde das gleich nochmal in dem hier austesten. So. Das war falsch. Muss ich einfach in gar keine Richtung drücken? Ich weiß es doch auch nicht. Ja, in hier rein springen sollte ich dann vielleicht auch nicht. Ganz knapp vor dem nächsten Castle. Oh, da will ich jetzt unbedingt eigentlich hier erfolgreich sein. Und nicht den ganzen Part hier unbedingt hängen bleiben. Wie blöd wird das denn? Komm her, Cooper. Ich will gucken, ob ich auf dich springen kann. Nein, auch nicht vernünftig. Super. Ich bin irgendwie schon wirklich zu blöd für diesen Sprung zu sein. Hier gibt es eine Menge Koopas. So. Nee, so ja gerade nicht. So auch nicht. So auch nicht. Hm. Nein, gib mir keinen Yoshi. Yoshi macht in der Situation einfach keinen Sinn. So, muss ich wirklich noch... Nee. Okay, merke ich mir mal. Ich nehme Yoshi jetzt einfach mal mit. Ich glaube aber nicht, dass es mir hier irgendwie helfen wird. Hau auf den Rücken. Ach ja. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich irgendwie nach oben drücken muss. Was ich da vorher auch nie gemacht habe, oder? Hm. Naja. Wenn das Level nur nicht so lang wäre. Danke, Yoshi! Oh, fuck. Was für ein scheiß Level. Machen, es geht auch noch weiter und kein Mittelpunkt in Sicht. Nein, ich wollte hier nicht eine Safe-Taste benutzen. Ich bin ja ganz knapp davor hier. Einfach so aus dem selbstgesetzten Mittelpunkt. Aber nein, ich wollte das nicht machen. Ah, mal gucken, was ich hier bekomme. Hier hätte ich einen Pilz bekommen. Sehr schön. Der natürlich voll in die falsche Richtung fliegt. So. Hier soll wieder so ein Sprung gemacht werden, oder? Nee, ich passt doch so, sehr schön. Ja,
Aber ich gebe ehrlich zu, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn jetzt gleich das Ziel hier endlich mal irgendwo lauert. Genau wie hier nochmal so ein Sprung und wieder keine Sternpunkte. Naja. Das, ich glaube, ich habe neun Level hier, neun Leben hier locker gelassen. Komme so vor. Naja, wenigstens jetzt im nächsten Level. Butterbridge 2. Ah, ich kriege eine Feder, oder? Ja. Danke, Cooper. So. Na komm, bitte nochmal. Wow. Nein. Bleibst du wohl... Na. Ah. Oh. Bleibst du wohl... Dann halt. Der da. So. Und ich werde dich nochmal rufen, auch wenn das jetzt total die Zeitverschwendung ist. Damit ich zwei Federn habe, die auch ein bisschen mit Sicherheit durchs Level gehen kann. Gucken wir nochmal. Da oben gibt es nichts. Sollte aufpassen mit den Blind Jumps. Oder Flugeinheiten, die ich hier mache. Weil das einfach zu gefährlich ist. Och. Wie gemein. Dann wird hier gleich auch wieder eine kommen. Joa. Da fliegen wir doch einfach. Ich meine, von uns wird vom Level das ja sogar gegeben, dass wir hier mit der Feder hier eine Menge überspringen können. Wirklich. Oh, na. Ja. Da hätte ich, glaube ich, da oben irgendwie noch mich ranhängen müssen. Tja. Um alle Münzen zu bekommen. Habe ich jetzt irgendwie verpasst. Mittelpunkt gab es schon, oder? Gab es den schon? Mittelpunkt? In diesem Level? Ja, es gab Mittelpunkt. So, jetzt kommen hier ganz viele von euch. Och, komm schon. Jetzt sterbe ich den einfachsten Gegnern. Die Butterbridges machen es mir hier wirklich nicht einfach. Und zack. Aha, Slow Motion. Ein Yoshi. Das hätte ich jetzt gar nicht hier erwartet, gebe ich ganz ehrlich zu. Oh Mann. Boah. Schande. Was kommt denn hier alles einem entgegen? Das ist nicht menschlich. Ah, das Ziel ist da. Ich bin doch genau reingeschwungen. Wieso kriege ich denn schon wieder keine Sternpunkte? Ich könnte nämlich jetzt im Bonus-Game... Okay, ich kann das Bonus-Game nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann auch keine 5 Leben, die man, glaube ich, da rausholen kann, bekommen. Aber ich könnte es ja wenigstens versuchen. Oh, was hatte das Level denn nochmal für einen Schwerpunkt? Mhm. Verstehe. Einen den Schwerpunkt, dass man nicht sterben sollte. Oh Mann. Na komm. Und zepp. Irgendwie will mir dieses hier nicht wirklich so gefallen. Wow, wow, wow. Schneller durch. Ach, ein Pelz, wie angenehm. Nur was kommt jetzt noch alles? Wow. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz richtig. Wer ist eigentlich Ludwig? Ja, ich kenne die Coopers ja eh nicht. Aber
Ludwig, sag mir irgendwas. Naja. Ist das nicht auch so einer, der sich die ganze Zeit dreht? Sozusagen als Special Move, da hätte ich einen Spinager machen müssen. Bah! Ich habe jetzt tatsächlich gut mal in den letzten Parts meine Hälfte an dem verloren, die ich so schön gesammelt habe. Aber naja, mir war ja klar, dass die früher oder später alle dran glauben müssen, die leben. Na gut. So, jetzt schnell hier. Ich will ein bisschen ab und zu Pause machen. Warten. Jetzt rennen, 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 rennen. Schaffe ich das? Boah. Okay, vielleicht hätte ich doch nicht so viel Pause machen sollen zwischendurch. Gut, aber das. Kriege ich hier ein Power-Up? Hoffentlich. Ja, wenigstens ein bisschen Sicherheit. Jetzt vor allem der Cooper. Brüdern oder wie man die nennt. Ist da hinten auch noch irgendwas? Hm. Ich hätte ja auch nichts dagegen, so einen Mittelpunkt zu haben, aber. Tja. Was soll's. Müssen wir den Boss halt beim ersten Mal besiegen. Ist ja auch nicht so schwer. Boss? Ach, da bist du ja. So, und du rollst dich jetzt durch die Gegend. Rollst dich. Drehst dich jetzt hier. Wow. Super getroffen. Jetzt bloß nicht treffen lassen, weil das wäre irgendwie ein bisschen schade. Dritter Treffer und erledigt. So müssen wir hier, soweit ich es gesehen habe, nie wieder auf diese Butterbridge-Level. Das Schloss ging ja jetzt im Endeffekt. Habe mich nur ein bisschen blöd angestellt. Thank you! So, ich muss was trinken. Ludwig. Tja. Man sollte sich nie mit Mario anlegen. Aber dass sie das in. Ja, jetzt ist er in der ersten Spiele, ne? Ist nicht so schlimm, aber. Irgendwann sollten sie es schon merken. Ach so, jetzt muss ich natürlich. Jetzt bin ich hier im Wald. Klar. Der sagt mir auch irgendwas. Ein Wald mit sehr vielen Secret Exits. Aber jetzt muss ich erstmal den ganzen Weg zurück, bis um dann den anderen Weg halt zu machen. Den hatte ich ja auch schon, genau. Hier habe ich eine Alternative. Und hier muss der reguläre Weg gemacht werden. Was auch immer hier nochmal so schwer war. Fisch! So. Ach so, das war es mit dem. Ja, ich erinnere mich wieder, wo, was ich hier gemacht habe. Gestern. Na, so lange ist das auch noch nicht her. Aber hier können wir jetzt eigentlich ganz schön in Ruhe durchwaschen, ja. In Ruhe durchwaschen. Das passt. Die beiden Wörter passen so gut zueinander. So, zack. Hier kriegen wir die Feuerblume, die ich hier gar nicht so schlecht finde. Hallo, Chuck. Erledigt. Mittelpunkt. Hallo, ein zweiter Chuck. Erledigt. Hier ist, glaube ich, auch gar nichts unter, oder? Ach, und wenn, ist auch nicht so schlimm. Super. Na, egal. Mhm. Vielleicht doch nicht so egal. Da kriege ich noch eine Blume. Sehr nett. Und
wollte es ganz cool hier so sagen und einfach hier durch. Aber ich bin dann so ein scheiß Fledermäuse natürlich hängen geblieben. Okay. Regulärer Ausgang und endlich die fehlenden Sternpunkte, um hier Leben gut machen zu können. Heißt nicht, dass ich das mache. Das ist ganz klar. Bonus Game. 1, 1, 1, 1, zack, zack. Voll falsch, falsch. Na, das sieht richtig aus. Das sieht sogar auf irgendeine Art und Weise gar nicht mal so schlecht aus. Wenigstens 3 Leben. Das macht es wieder auf 20. Das macht es so ein bisschen wett, dass wir hier wegen diesen Butterbridge-Dingern. Jetzt geht's in ein Geisterhaus mit einem Ausgang. Was erwartet uns denn hier? Earwies. Ein Buhring. Joa. Noch eine Feuerblume. Na, gegen Geister hat die keine Wirkung, aber... Naja. Moment. Das ist jetzt blöd. Na, geht. Wow. Ein bisschen Jump'n'Run in einem Jump'n'Run. Hallo Buhgeist. Eine Feder. Pff, insgesamt bist du, glaube ich, sogar sinnvoller als eine Feuerblume. Naja, gucken wir mal weiter, wo es jetzt hier reingeht. Was haben wir denn hier? Wow, diese Blasen. Ah, ich erinnere mich. So, und zapp. Und dann halt nicht da irgendwo drauf. Muss auch nicht immer sein. Hier dürfte durch ein P-Switch drin sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Der mir bestimmt hier hinten nicht frei macht. Nein, die Münzen sind nur als Deko hier. Und 26 Punkte. Ich habe volle Power-Ups. Und habe das Geisterhaus doch relativ schnell geschafft. Und damit ist dieser Part eigentlich auch so, ja, zu Ende. Wir sehen uns demnächst bei Vanilla Dome 3 wieder. Wo wir uns halt, ja, weiterkämpfen bis ins nächste Castle. Und dann gehen wir in den Forest of Illusions. Wenn ich mich nicht irre, dass der so heißt. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder zu Super Mario World. Bis dahin. Ciao, ciao.